for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Da ist er schon wieder, der Onkel. Ich grüße euch, ich hoffe, ihr habt einen schönen heiligen Abend verbracht. Und ja, der erste Feiertag ist jetzt ja auch schon so gut wie Geschichte. Wenn dieses Video hochgeladen ist, ist er wahrscheinlich schon Geschichte. Aber ich wollte mich einfach noch mal ein bisschen ausprobieren und was Neues ausprobieren. Deswegen machen wir heute ein Unboxing. Das ist was mit Boxen zu tun hat. Im entferntesten Sinne hat der ein oder andere vielleicht schon anhand des Intros erraten können. Also, wenn ihr schön artig wart, dann habt ihr keinen Arsch voll bekommen, sondern ein paar nette Aufmerksamkeiten eurer Lieben. Vielleicht habt ihr auch einfach so eine tolle Familienfeier verbracht, denn Weihnachten ist ja das Fest der Liebe und nicht der Geschenke. Das wollen wir bei alledem nicht vergessen. Aber man kann sich natürlich mit diversen Kleinigkeiten natürlich auch noch eine besondere Freude machen. Und eine besondere Freude hat man mir gemacht. Dieser Bausatz ist aus meiner Familie zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, ich kann damit machen, was ich will. Und das werde ich auch. Ich zeige euch einmal die Box hier in den Kasten. Und zwar haben wir hier einen schönen 02. Wer weiß, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich durchaus BMW-affin bin. So möchte ich es mal ausdrücken. Und da habe ich mich richtig drüber gefreut. Alte Autos, Vista sind sowieso mein Ding und dann auch noch ein BMW und dann diese Ikone, das kann man ja schon nicht anders sagen, ein echtes Highlight. Und deswegen wird das Ganze hier mal ein Test, so für mich persönlich selber, wie ich das so machen könnte mit so einem Unboxings. Ihr wisst das, ich habe hier ja einen ganzen Arsch voll Modelle noch rumstehen, die ich mir alle gewünscht, gekauft oder sonst was habe und die ich auch alle bauen werde, wie auch immer. So auch diesen. Wann? Das weiß nur der Wind. Erstmal machen wir den Karmann fertig und dann schauen wir mal weiter, was dann als nächstes kommt. Die Berliner Tram habe ich da noch stehen, die ist ja auch in den letzten Zügen, die möchte ich auch noch gerne fertig machen. Dann habe ich ja noch einen von diesen China-Robotern, den mache ich auch noch fertig. Und ja, dann könnte es durchaus sein, dass ich mich diesem oder irgendeinem anderen Bausatz zuwende. Was haben wir hier? Wir haben hier also den besagten BMW 02 Turbo. Das Modell mit den eckigen Heckleuchten, das sehen wir auf diesem Bild hier, genau. Und ansonsten finde ich das ganz cool, das ist hier ein Hasegawa-Bausatz, Hobby Kids. Und im Marschau 1:24 natürlich. Und was ich hier eben ganz cool finde bei dem, es gibt ja auch nochmal den TI von Hasegawa und es gibt eben den Turbo. Und der Turbo hat eben hier auch die schönen Verbreiterungen mit dabei und alles. Und deswegen fand ich den hier besonders reizend. Also, eine normale Box, hinten nichts, an der Seite nochmal ein paar kleine Informationen. Ich weiß nicht, warum die das immer alle zeigen. Ich mache es halt einfach auch der Vollständigkeit halber. Soweit nichts Besonderes. 1:24 habe ich gesagt. Ansonsten enthält ein Teile für ein Modell mit deutscher Bauanleitung. Zu der deutschen Bauanleitung kommen wir dann gleich nochmal. Lass uns das Ding erstmal aufmachen.
Und dann schauen wir hier mal rein, was wir hier haben. Und zwar natürlich die Karosserie. Ich habe die noch nicht aufgemacht, wie ihr seht, und nichts. Aber so, was ich so durch die Folie beurteilen kann, sieht das ganz ordentlich aus. Ne? Hier die schöne Front, die Lüftungsgitter und so. Das sieht ja alles ganz ordentlich erhaben aus. Ich kann auch so keine Sinkstellen oder irgendwas Schäbiges hier feststellen. Hier haben wir zwei Löcher. Da nehme ich an, das dient mir zur Orientierung, um die Verbreiterung aufzusetzen. Auch hier unten an dem Schweller haben wir sowas. Also im Großen und Ganzen. Und die Heckpartie natürlich, wie gesagt, für die eckigen Heckleuchten. Auch hier das Kofferraumschloss ist noch mit angedeutet. Ich denke, das sieht schon ganz gut aus. Wer sich ein bisschen damit auseinandersetzt und nicht nur Revell baut, sage ich mal, der weiß, dass Hasegawa also durchaus ja schon für die Fortgeschrittenen ist. In dem Fall, sagen wir mal, in unserem Fall ist es ja auch so, dass wir diese Modelle, also zumindest ich kann das so sagen, gar nicht überall bekommen. Also wenn ich jetzt hier bei uns in den Spielwarenladen gehe oder so, da kriege ich sowas gar nicht. Da habe ich Revell. Wenn ich Glück habe, noch einen Tamiya-Bausatz oder zwei, dann wird es aber auch arg dünn. Von daher wollen wir hier mal ja, uns nicht beklagen. So, ich rufe das jetzt hier mal einmal auf, dass wir mal an die einzelnen Gießäste drankommen. Und da fangen wir jetzt einfach zufällig halt an mit dem, wie wir sie bekommen. Und dann haben wir hier einmal die Chromteile. Ne, soweit ich das hier sehen kann, jede Menge Zierleisten, Stoßstangen. Hier das die Reflektoren von den Heckleuchten, Außenspiegel, die sehen richtig schön filigran aus, gefällt mir, sieht richtig gut aus. Die Scheinwerferlinsen hier, das sind alles Zierleisten nachher für außenrum. Hier auch nochmal, hier sind auch nochmal Spiegel, ich weiß gar nicht. Oder das könnten vielleicht auch die Nebelscheinwerfer sein, vielleicht unten wahlweise, wir werden sehen. Türgriffe. Und was mir hier richtig gut gefällt, was ich jetzt als, ich sag mal, durchaus Laie, so würde ich mich ja durchaus bezeichnen, also zumindest bin ich vom Profi weit entfernt, dass wir hier zum Beispiel, wenn wir mal die Türgriffe genau anschauen, dass wir hier an der Fläche, wo wir sie befestigen, den Angusspunkt haben und nicht jetzt noch hier irgendwie an der Seite oder so, wo wir den Chrom beschädigen. Das gleiche ist hier bei den Heckleuchten, die werden ja versenkt und sind dann damit auch weg. Ich muss mal schauen, wie sich das dann nachher im Bausatz verhält. Ansonsten sind hier keine, wie man hoffentlich erkennen kann, keine Fischhäute oder irgendwas zu erkennen. Das ist alles glatt, das scheint alles sauber. Das sieht man natürlich dann erst nachher beim Verbauen richtig, aber so auf den ersten Blick lässt sich hier nichts erkennen, dass irgendwo kein Chrom gelandet ist oder irgendwas. Spricht also auf jeden Fall für sich das Ganze. Dann kommen wir hier zu dem Gießast F. Das ist dieser Kollege hier. Und da sehen wir dann ja auch schon das Lenkrad, Heckspoiler, Frontschürze, die Kotflügelverbreiterung, Rückbank. Und ein paar andere Anbauteile. Hier sind die Zusatzinstrumente. Gibt es auch nicht allzu viel zu sagen. Mal gucken, ob wir hier einen Flauschi drauf machen. Ne? Oder Leder. Da werde ich mich mal genau mit auseinandersetzen. 02 habe ich selber nie gehabt. Ihr wisst, ich habe einen E30, den ich wahnsinnig hege und pflege. Aber 02 ist dann eben doch nicht mehr ganz meine Altersklasse. Das war dann noch eine Generation vorher. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eins der geilsten Autos der Welt. So, dann haben wir hier weiter die Innenraumwanne. Mittelkonsole sehen wir hier. Hier haben wir noch ein anderes Lenkrad. Das ist das eine, das Sportlenkrad und das vielleicht das Serienlenkrad. Armaturenbrett, ein Teil davon zumindest. So, was könnte das hier sein? Blinkerhebel oder so eine Geschichten? Ich sehe schon, da sind richtig, richtig kleine Teilchen bei. Hier der Schalthübel. Ne? Grüße gehen raus an die Ludolfs. Schalthübel. Fantastisch! So, Fahrer- und oder Beifahrersitz, Felgen, Kopfstützen, nehme ich an. Ja, eindeutig Kopfstützen, weil hier haben wir die zwei Aufnahmen, die hier reinkommen. Passt nur in eine Richtung. Machen die Jungs auch hier nicht anders wie alle anderen. Auch hier keine irgendwie Überschüsse oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Hier hast du sogar eine kleine Naht, hier so, die so einen Lederkeder andeuten soll. Keine Sinkstellen. Das sieht vielversprechend aus. Ich glaube, da kann man richtig super was draus machen. Denselben haben wir nochmal hier. Ne? Nur dann eben mit eben Fahrer- oder Beifahrersitz, je nachdem, was der andere ist, wo sie nicht identisch sind. Dann haben wir einen schwarzen Gießast. Ja, ganz klar, was das ist. Ja, markant und einzigartig. Eindeutig gar keine Frage. Ne?
So, was das hier ist, also das werden wahrscheinlich nochmal Lufteinlässe sein für unten, für die Seite, wie auch immer. Wie gesagt, 0,2, nicht ganz mein Thema. So, die Bodenwanne ist klar. Bremsscheiben sehen wir, Federn sehen wir. Da haben sie hier den Nupsi vom Gießen dran. Das ist nicht so schön, aber ich nehme an, dass das dann die Innenseite ist, sodass man das dann nachher auch nicht sieht. Getriebe, Achse, noch ein paar andere, vorne Querlenker und das, die ganze Spielerei halt. Ein paar Anbauteile, Motoren gibt es hier bei diesen Bausätzen, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, nicht. Bei meinem E30 oben, da ist es auch so, der hat auch keinen Motor, aber gut, wenn wir die Fahrzeuge nicht offen darstellen, ist das völlig in Ordnung. Und wir haben ja, es gibt ja andere Hersteller, bei denen fängst du immer gleich an, Motor, Bodengruppe, sprich Achsenlenkung und so weiter. Und dann kommt die Grundplatte, da kommt der ganze Sums drauf und dann fängst du innen an. Wenn ich ein Auto offen darstellen will, macht das natürlich unbedingt Sinn. Aber wenn ich das nicht möchte, so wie in diesem Fall, wenn ich den einfach so hinstellen möchte, dann brauche ich das nicht. Und dann finde ich es schöner, wenn sie die Karosserie und die Teile eben hochwertiger und schöner produzieren und dafür eben auf den Motor oder sowas verzichtet wird. So wie in diesem Fall. So, dann haben wir hier noch die Reifen. Auch die lasse ich drin, soweit ich das beurteilen kann. Jetzt hier durch die Folie haben wir hier zumindest keine Trennnaht auf dem Profil, sodass man da also keine Spielereien machen muss. Das sieht sehr gut aus. Irgendwie ein Branding scheinen wir hier nicht drauf zu haben. Sind also quasi No-Name-Reifen. Und wir haben den Klarsichtbogen. Den lasse ich jetzt auch drin, um mir die Scheibe nicht zu versauen. Frontheckscheibe ist klar, Seitenscheibe, das ist alles ein Teil, das gefällt mir ganz gut, da kann man da wenigstens nichts versauen, weil Klarteile ist ja auch immer, wow, gebe ich zu, nicht so ganz einfach. Heckleuchten, Scheinwerfer, hier aber noch irgendwas, Blinker wahrscheinlich. Ja, das sind die Blinker hier oben, weiß nicht, ob das jetzt überhaupt im Bild ist, also die sind ja so unter der Haube, sehen wir gleich nochmal. Dann haben wir noch ein paar Chrom-Decals hier, das wird wahrscheinlich für die Spiegel sein. Und wir haben natürlich nochmal hier einen Dekelbogen, der sich sehen lassen kann. Also da ist einiges dran. Ne? Das ist wirklich schon für Fortgeschrittene, definitiv. Die ganzen Anzeigen, alles einzeln hier. Ja, da habe ich mir was angelacht, hätte ich beinahe gesagt. Ne? So, wir werfen noch einen Blick in die Anleitung, selbstverständlich. Ich drehe das mal um, damit ihr auch was sehen könnt. Also 0,2 ist klar und... Oh, ruhig mal vor die Kamera. Wir sehen also 0,2 Turbo, ist klar. Und dann sehen wir hier einmal eine Beschreibung. 1968 als BMW, den 0,2 und so weiter. Ja, wie wir sehen, Stichwort deutsche Anleitung. Ja, so. Egal, Karl. So, dann haben wir, was haben wir hier? Läuft ja hier so und dann... Ja, was soll man sagen? Wahlweise, ne? Entweder dieses Lenkrad oder dieses Lenkrad. Und ja, die Decals auf das Armaturenbrett. Innenverkleidung rein, Sitze zusammen, Sitze rein, Armaturenbrett rein. Dann kommen, bauen wir hier die Reifen zusammen. Die würde ich ja irgendwann ganz als letztes natürlich machen, wie immer. Getriebe kommt runter, Achsen kommen dran, Auspuffanlage kommt dran. Alles von unten sehen wir hier, steht ja auf dem Kopf. So, dann haben wir hier... Auf der Seite 6 halt auch nichts. Also nichts, was jetzt irgendwie Fragen aufwirft. Ich glaube, das müssen wir auch nicht alles einzeln durchgehen. Die Klarteile werden eingebaut. Zum Schluss kommt der Kühlergrill, die Front kommt dann drauf. Und dann ist das Ding auch schon quasi fertig. Dann kommen nur noch eben, wird das Ganze verheiratet. Ah, jetzt kommen die Räder drauf. Warum ich die da hinten bauen soll, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Und dann geht das los mit den ganzen Anbauteilen und Zierleisten. Damals war ja mehr Lametta, wir wissen das. Ne? Früher war mehr Lametta. In dem Fall Chrom. Und das hört natürlich nicht auf. Ne? Hier, Anbauteile, die Verbreiterungen kommen dann doch dran, die Verspoilerungen kommen dran. Da bin ich mal gespannt, wie sich das verhält. Wir hatten ja hier eben die Verbreiterungen gesehen. Hier sind keine. Also hier sind diese Nieten nur ganz, ganz, ganz leicht angedeutet. Ich hoffe, man kann das überhaupt sehen in der Kamera. Die ja charakteristisch sind, sage ich mal, für diese Art der Fahrzeuge oder für diese Zeit, dass man das hier so dargestellt hat. Das war ja ganz bewusst so gemacht, hat sieht immer draus wieder angespackst, aber nein, das soll so. Ja, gucken wir mal. So, noch ein paar Turbo-Aufkleber dürfen natürlich nicht fehlen. Und die ganze Diekel-Geschichte auch noch dran.
Und dann geht das los. So, ich werde das Auto nahezu so bauen, wie es hier vorgesehen ist. Sprich also, ja, im Prinzip genau so. Was mir eben nicht gefällt, ist, dass dieses Turbospiegel verkehrt in der Front fehlt. Da werde ich nochmal beigehen und mal gucken, ob ich das irgendwo besorgen kann, ob ich das selber machen kann. Dabei ist es nicht, wie es scheint. Oder ist es das hier vorne vielleicht? Das könnte sein, ne? Weil das ist spiegelverkehrt. Das könnte sein, hier ist die Aussparung für den Kühler, für den Ölkühler möglicherweise. Ist das doch das dabei? Also das würde ich hier auf jeden Fall verwenden. Möglicherweise ist das auch Bauart oder Baujahr bedingt unterschiedlich. Das weiß ich nicht aus dem Kopf, wie gesagt. Das werde ich in Erfahrung bringen und werde es euch wissen lassen auf jeden Fall. So, eintüten kann ich das Ganze gleich. Ich wollte euch den Bausatz nochmal vorstellen und meine Freude mit euch teilen. Und wenn ihr Bock drauf habt, lasst mich mal wissen. Bauen werde ich ihn so oder so. Ob ich es dann zeige, das schauen wir dann. Ich wünsche euch noch ein paar ruhige Feiertage. Für die, die zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, frei haben, wünsche ich noch eine schöne freie Zeit. Und einen guten Rutsch, wie immer, wie gehabt. Bleibt gesund und schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Unboxing oder der Onkel baut irgendwas Verrücktes. Der Onkel ist unterwegs, der Onkel macht gestörte Sachen. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Das kann ich versprechen. Macht's gut, haut rein, ciao.